Letzter Tag der internationalen Europameisterschaft im Drachenfliegen. Nach 8 Wertungsflügen führen Alex Ploner und Christian Ziyech aus Italien vor Primož Kritscher aus Deutschland. Das deutsche Team liegt hinter Italien an 2. Stelle in der Teamwertung. Heute erlaubt die Wetterlage endlich wieder einmal den Start vom beliebten Startplatz Cuco Süd oberhalb von Sicilio. Bei vorhergesagten Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius versorgt sich das deutsche Team mit reichlich Wasser zum Befüllen der im Flug mitgeführten Camelbags. Vor der Auffahrt muss Zeit für einen guten italienischen Cappuccino sein, sagt Roland Wörle und versorgt eigenhändig seine Teamkameraden. Der obligatorische Kaffee hat dem Team bisher Glück gebracht, sind sich die Piloten einig. Pferde am Morgen, kein Grund, sich zu sorgen. Die Vorzeichen sind gut. Piloten sind ja grundsätzlich nicht abergläubig. Am Startplatz begrüßt schon seit vielen Jahren diese anmutige junge Dame jeden Besucher. Und wir nutzen die Vorbereitungen der Teilnehmer für Interviews mit den Piloten. Primož, der letzte Tag, du liegst auf Medaillenkurs. Ist das ein großer Druck auf dich? Eigentlich nicht so, weil ich habe mich ein bisschen höhere Platzierung erhofft und die ist nicht passiert bis heute. Und daher, der dritte Platz ist etwas, was ich schon sehr gut kenne aus der Vergangenheit. Damit bezieht sich Primož auf Weltmeister Alex Ploner und Vize-Weltmeister Christian Ziyech, die sich in der Vergangenheit einige Male vor ihm platzieren konnten. Alex und Christian haben hier Heimvorteil, denn der Monte Cuco ist der Hausberg der italienischen Drachenflieger. Wie ist deine Taktik heute? Weißt du, das Wettbewerb ist erst einmal am Ziel zu Ende. Ein Fehler, dann ist alles verloren. Deswegen einfach, ich habe eine gute Lage, ich bin vorne und einfach fliegen und nicht Fehler machen. Das ist heute meine Taktik. Nicht pushen und konservativ fliegen. Do you think you can beat him? I can't beat him today. I mean, maybe today, but not overall. Unless he's gonna make a big mistake. The advantage he has is big. And I should arrive half hour later to beat him. Oliver Salewski ist der Jüngste im deutschen Team. Er hat sich schnell eingelebt und schon mehrfach für die Teamwertung gepunktet. Ich habe ja schon ein paar kleinere Wettbewerbe mitgemacht, aber es ist jetzt das erste Mal bei einer Europameisterschaft. Geht über 2 Wochen, ist enorm hohe Leistungsdichte in dem Teilnehmerfeld. Es sind sehr große, anstrengende Aufgaben, aber es ist auch ein fantastisches Fluggebiet hier. Und das Wetter hat auch immer super mitgespielt. Wir konnten fast jeden Tag fliegen, nur der allererste Tag wurde abgesagt. Deswegen haben wir jetzt hier heute den 9. Durchgang und das wird vermutlich nochmal eine richtig große Aufgabe geben. Ebenfalls neu im Team ist Marco Gröbner. Wie hat er diesen anspruchsvollen Wettbewerb erlebt? Boah, es war aufregend, anstrengend. Jetzt haben wir heute 9 Tasks geflogen und ja, ich bin ziemlich happy. Ich habe mehr erreicht, als ich mir vorgenommen habe. Ich habe 3-mal fürs Team gepunktet und bin recht stolz drauf. Im Moment unter die besten 30. Ich hoffe, das geht sich heute noch aus. Jörg Bajewski ist unglücklich, weil sein australischer Glücksbringerhut weg ist und er den Ersatzhut tragen muss. Wenig später ist die Welt wieder in Ordnung. Jörg, was sehe ich? Du hast deinen Hut. Vorhin haben wir gesagt, der Hut ist weg. Was? Ja, ich habe ihn wiedergefunden. Ein Australier hat ihn vertauscht gehabt und dann haben wir das gerade aufgeklärt. Und jetzt habe ich ein ganz besonders gutes Gefühl, dass wir das Projekt Silbermedaille vollenden. Hierfür kann das Team auf Gerd Dönhuber zählen. Gerd gehört seit Jahren zu den besten Piloten in der Nationalmannschaft. Im Endeffekt, mit dem Punkteabstand, den wir jetzt haben, müssen wir eigentlich nur so weiterfliegen, wie wir bis jetzt geflogen sind. Sogar wenn wir uns einen kleinen Ausreißer leisten, wird auch noch nichts passieren. Also ich sage jetzt mal, man darf es nicht verschreien, aber
Aber es muss viel passieren, damit das jetzt sich irgendwie nochmal ändert. Roland Wörle ist der Senior-Pilot im Team und der zweitbeste Deutsche bei dieser Meisterschaft. Ich bin jetzt 15. Das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten und bin eigentlich sehr zufrieden. Doch. Wie sieht es mit dem Team aus? Haben wir Ehrgeiz? Ja, die Priorität liegt auf dem Team, ganz klar. Und da kann ich eine Medaille gewinnen. Und das ist ja, und dann noch die silberne. Das ist fantastisch. Also die Vorfreude, wenn es denn klappen sollte, ist riesengroß. The difference like yesterday is the base cumulus is increasing. Meteorologe Damiano Zanocco prophezeit den vielleicht besten Tag dieser Meisterschaft. Durch eine Konvergenz, also das Zusammenströmen zweier Luftmassen, soll es heute Wolkenstraßen bis 4000 Meter Höhe geben. Damiano hat sich mit seinen Einschätzungen und genauen Vorhersagen den Dank und den Respekt der Piloten verdient. Er ahnt nicht, was gleich passieren wird. Is there any chance of any rain? No more on the planet. Little bit rain, only one place early in the morning. In these incredible sunny days. And funny days. And together with an amazing stuff. Damiano bedankt sich bei seinem Team und allen Helfern für diese gelungene Meisterschaft. Die Teilnehmer danken mit lang anhaltendem Applaus für die reibungslose Organisation und Durchführung dieses Wettbewerbs. Wie erwartet geht die letzte Aufgabe dieser Meisterschaft über eine Distanz von rund 190 Kilometern mit jeweils einem Wendepunkt im Norden und einem Wendepunkt im Süden von Sicilio. And it's absolutely not landable on the bottom of Monte Nerone. Here's a very bad area. The last landable field is Nev 033, that is here. Regina zieht nochmals alle Register, um die Motivation im Team hochzuhalten. Die Piloten vergleichen ein letztes Mal die eingegebenen Wendepunkte auf ihren Instrumenten und besprechen die Aufgaben. Was ist das Deadline, 20 Uhr? 20.30 Uhr. Da könntest du zurück zum Landen. Da ist der Landeplatz. Ja, ja, da und da auch. Ja. Beides. Ach so. So, und dann ist vielleicht von hier auch gar nicht mehr so ein, ja. Wir sind ja von hier, glaube ich, hier ganz diagonal einfach über das Tal, bis wir dann kurz vor dem Windmühlenberg waren. Und da sind wir nach vorne geschlichen. Ich habe es extra hingeschrieben. Ihr müsst einfach die Strecke lieben und dann klappt es auch. Und ihr kennt es, ihr seid gut. Und deswegen fliegen wir heute so gut wie die ganzen Tage noch nicht. So machen wir es. Ja, machen wir es. Oh! Thank you.
Nachdem alle Piloten in der Luft sind und auf den Beginn des Rennens warten, erklärt Regina Glas die heutige Aufgabe. Wir starten hier am Coco Süd, fliegen rauf nach Pianello. Von dort geht es runter über Norcia weg. Hier ist Castelluccio zur Orientierung. Hier ist der zweite Wendepunkt. Und dann geht es wieder zurück direkt ins Ziel. Viele Piloten sind jetzt so hoch wie möglich gestiegen. Die Basis liegt bei rund 3000 Metern Höhe und steigt weiter an. Punkt 13.20 Uhr beginnt das Rennen und die Piloten überfliegen die rote Zeitmesslinie. Wenige Minuten später hat sich das Feld sortiert und jagt in unterschiedlichen Höhen Richtung Norden. Wer sich hoch genug platzieren konnte, nutzt jetzt im Geradeausflug den Aufwind unter den Wolkenstraßen, die sich durch die Konvergenz gebildet haben. Peter Pollach aus Tschechien hat als erster umrundet, gefolgt vom Franzosen Laurent Thévenot und Jörg Bajewski aus Deutschland. Jetzt geht es auf den langen Schenkel Richtung Süden und die Piloten überqueren in großer Höhe den Startplatz Monte Cucco. Noch ist das Feld eng beisammen und die meisten fliegen in einer Höhe von rund 3000 Metern. Maximal erlaubt sind 3400 Meter. Wer höher fliegt, muss mit Disqualifikation rechnen. Der Japaner Akira Nagusa führt die Gruppe an, ist aber schon 500 Meter tiefer als seine Verfolger, darunter Primož Kričar, Alex Ploner und Christian Ziyech. Eine Stunde später nähern sich die ersten Piloten dem Wendepunkt San Pellegrino westlich von Castelluccio. Jetzt hat Arne Tanzer aus den Niederlanden die Führung übernommen und macht, wie drei weitere Piloten direkt hinter ihm, denselben taktischen Fehler. Arne ist beim Erreichen des Wendepunktzylinders nur noch 1400 Meter hoch. Während seine Verfolger wie Primož Kričar und andere 3 Kilometer hinter ihm Höhe tanken und sich auf über 3000 Meter Höhe schrauben. Der Führungspulk ist beim Erreichen der Wende rund 1000 Meter höher als Arne Tanzer, Peter Pollach und die beiden Italiener Manuel Revelli und Marco Laurenzi. Bis hierher hat auch Gerd Dönhuber alles richtig gemacht und versucht jetzt, zusammen mit Walter Mayer aus Österreich und Akira Nagusa, dem Feld davon zu eilen. Es sind noch 70 Kilometer bis ins Ziel und die Wolkenstraßen liefern immer noch genügend Aufwind, um nicht kreisen zu müssen. Kilometer vor dem Ziel macht Gerd einen schwerwiegenden taktischen Fehler. Er fliegt mit hoher Geschwindigkeit voraus und sinkt unter die aufwindliefernde Konvergenz der Wolkenstraße. Akira Nagusa östlich von ihm und die Verfolger Christian Ziyech und andere sind immer noch 1000 Meter höher als Gerd. Primož bleibt im Führungspulk und hält damit seine direkten Konkurrenten Grant Crossingham aus UK und Dan Vinalik aus Tschechien in Schach. Am Landeplatz verfolgen Regina und andere Teambetreuer gespannt die Endanflüge der Führenden. Es schaut gut aus, sehr gut aus. Der Primož ist in Führung, hat eine gute Höhe vor Christian Ziyech und Olaf Opsanger. Sein direkter Konkurrent, der Grant Crossingham, ist 7 oder 8 Kilometer hinter ihm und auch tiefer. Jetzt gehen wir mal auf den Primož. Wir sehen, er hat Speed 88 km/h. Ich denke, die fliegen unter der Konvergenz mit Anschlag ins Ziel.
Primož Kritscher und Christian Ziyech liefern sich auf den letzten Kilometern ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Primož, langt's noch nicht. Bitte, gib Gas. 7 Kilometer vor dem Ziel hat Primož die Führung übernommen, dicht gefolgt von Christian Ziyech, Joost Eertmann aus den Niederlanden, Laurent Thévenot aus Frankreich und Olaf Opsanger aus Norwegen. Grant Grossingham ist ca. 8 Kilometer hinter dir. Du kannst Gas geben. Primož gewinnt diesen Durchgang mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 67 Kilometern in der Stunde und hat damit die Bronzemedaille sicher in der Tasche. Christian Ziyech sichert sich Silber und müsste 30 Minuten schneller als Alex Ploner sein, um Gold zu gewinnen. Als Primož die Ziellinie überfliegt, steht Teamassistentin Ines Ziesau schon bereit, um den Piloten die obligatorische Erfrischung anzubieten. Ja, sobald die ersten Piloten kommen, gibt's die Landebelohnung in Form einer Wassermelone. Primož lässt sich Zeit und schaut von oben seinen Kollegen beim Landen zu. Gekonnt landet Christian Ziyech wie gewohnt seinen Laminar mit bestechender Leichtigkeit. Laurent Thévenot landet als Nächster und dann setzt auch Primož seinen Eros Combat sicher im Landefeld auf. Primož, der Winner! Ja! Wir sind stolz auf dich! Danke! Ich hatte Glück! Ja! Ines, Glückwunsch! Die Melone ist groß genug, um auch den Konkurrenten etwas abzugeben. Schauen wir mal schnell, wo die anderen sind. Während immer mehr Teilnehmer das Ziel erreichen, warten wir ungeduldig auf die Ankunft weiterer deutscher Teampiloten. Alex Ploner erreicht als 8. Pilot das Ziel und gewinnt damit den Titel des Europameisters. Allerdings ist diese Landung eher untypisch für ihn. Es wird eine langsame Legende. Oh. Erleichterung im deutschen Team, als Roland Wörle als 21. Pilot das Ziel erreicht. Das Team Silber ist jetzt greifbar nahe. Super. Super, super, super. Super gut in der Zeit. Primož Tagessieg. Das weiß ich. Du bist gut in der Zeit. Und jetzt ist der Olli noch da. Und die Tschechen ist fast keiner da. Echt? Super. Yeah! Oliver gewinnt mit seiner Landung bei böigem Wind zwar keinen Schönheitswettbewerb, dafür aber die Gewissheit, dass mit 3 Piloten im Ziel Deutschland den Vize-Europameistertitel gewonnen hat. Super gemacht. Ganz toll, wunderbar. Schön gepunktet. Roland. Ja, gut. War meine Ehre, mit euch zu fliegen. War schön. Das war nicht das letzte Mal, hoffe ich doch. Das hoffe ich auch. Gerd Dönhuber kommt als 60. ins Ziel und ist sehr unzufrieden mit seiner heutigen Leistung. Eine einzige Fehlentscheidung hat ihn heute seine gute Gesamtplatzierung gekostet. Wegen böiger Windverhältnisse landen jetzt die meisten Piloten am südlichen Ende des Landefeldes. So auch Marco Gröbner. Jörg Bajewski musste wenige Kilometer vor dem Ziel außen landen und wird von Ines zurückgeholt. 75 Piloten haben das Ziel erreicht. Die Meisterschaft hat einen würdigen Abschluss gefunden. Morgen früh sollen die Sieger geehrt werden. And now, the moment you've all been waiting for. We're going to call our top 3 pilots. And we're going to begin with Primož Kritscher, Germany, 3rd place.
second place silver medal, Italian Christian Chia. Bravo, Christian! And now, taking the highest spot on our podium, also an Italian, Alessandro Ploner! Congratulations, our European champion 2022, 21st European champion, here with us today. Let's begin with Česká republika, Czech Republic, third place, bronze medal team. Now, let's go to our second place. Second place, Deutschland, Germany, silver medal. Primo Škričar, Roland Wörle, Gerd Donüber, Marco Brunner, Oliver Salewski, and Jörg Pajewski. Grazie. Primož bedankt sich bei Assistentin Ines auf seine Weise. Er überlässt ihr seine silberne Teammedaille. Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben uns die Silbermedaille vorgenommen. Primož hat sich wahrscheinlich mehr vorgenommen, aber Alex ist unschlagbar, hat er selber gesagt. Aber es ist super, eine Einzelwertung zu haben mit der Bronzemedaille und Silber im Team. Die Jungs sind genial geflogen. Es ist ein geniales Team. Mit dem kann man weiterarbeiten. Ines, dein erster Einsatz als Assistentin. Wie waren deine Erfahrungen? Ja, es war super. Es war ein sehr harmonisches Team. Die haben alle gut zusammengearbeitet. Und Silber ist klasse, super. Natale! Natale! Yes, from Milano, Milano! Gippetto della Brianza! E pilota del Daplano! Yes, 1984! Oh, I was 1975! Ah! I'm older! No, I'm 950, I'm flying since 1984! You are older, but I fly longer! Yeah! I hope!